Hey Leute, Andi hier und willkommen zurück zu Yes, Your Grace. Wir haben im letzten Part schon ein paar sehr schwierige Entscheidungen treffen müssen und ich habe die Befürchtung, dass es sich in diesem Part nicht ändern wird. Ohne lange Vorrede starten wir von daher mal bei, was für ein Save war das? Save war das der hier? Ich hoffe es. Ja, ich erinnere mich. Das war, glaube ich, der Endscreen von Woche 2, den wir das letzte Mal gesehen haben. Ich würde das Ganze auch ganz ehrlich so belassen, wie wir es haben. Wir haben nämlich nur 7 Gold und ich muss einfach... Kann ich jetzt eigentlich mittlerweile... Nee, den kann ich nicht mehr rausnehmen, ne? Fuck. Ich würde es ganz gerne so belassen und ich habe mir, nachdem ich mir den ersten Part auch nochmal in Teilen angeschaut habe, gesagt, verdammte Scheiße. Wir müssen diesem General einfach mal 2 Wochen unbezahlten Urlaub geben, weil der kostet mich einfach so immens viel, dass ich glaube, dass wir irgendwann mal Nein sagen müssen. Und ich hoffe, dass er zumindest den Sohn, den er suchen muss, findet, damit sich das moralisch für uns hoffentlich gelohnt hat. Weil wenn wir nicht 10 Gold bezahlen, verlieren wir jede Woche über dieses gottverdammte kaputte Theater Moral. Und ich muss ansonsten Geld woanders ausgeben. Und einmal diese 10 zu bezahlen, ist, glaube ich, besser als wenn... Ich weiß nicht, wie viele Wochen dieses Spiel hat. Ich kann mich vielleicht noch an eine Szene erinnern aus dem Spiel und dann war es das. Und das ist einfach... Von daher, ohne lange Vorrede, machen wir mal direkt weiter. Speichern und fortfahren. Graveno, Woche 3. Oh Gott, wir haben so viel, was wir noch machen müssen. Lesen wir erstmal die Taube, bevor wir irgendeinen der Bittsteller... uns vor den Thron holen. Lieber Eric, wir haben die Berge durchquert. Wir werden kommen, um das zu holen, was versprochen wurde. Denn die Götter haben uns mit ihrer Kraft begnadet. Beiran, der König von Radovia. Sie haben also doch einen König. Und wo ein König ist, folgt eine Armee. Kein Druck, Audrey, Alter. Was ist los mit dir? Über welches Versprechen sprechen die Radovianer überhaupt? Dann geht dich gar nichts an, Alter. Ich weiß es nicht, oder um meine Tochter zu ehelichen. Diggin, hör auf, die Glocke so bedeutend zu klingen im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Du bist so ein bisschen so der Exposition-NPC. Ja. Außerdem stehen da die Bittsteller. Ich tue jetzt einfach... ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ist einfach die Antwort, die ich jetzt immer anklicken werde. Was auch immer ihre Vorstellungen sind, sie werden wahrscheinlich nach ihnen suchen. Vor allen Dingen, haben die hier Bittsteller? Ich kann doch nicht dem erzählen, während die da links am Chillen sind. Das Problem ist, unsere Schatzkammer hat bessere Zeiten gesehen. Diggin, könnten wir aufhören, diese internen Themen zu bequatschen, wenn irgendwelche Bauern da stehen? Die Suche nach Verbündeten ist vermutlich unsere beste Wahl. Ich werde euch mit den Audienzen fortfahren lassen und in der Zwischenzeit einige Vorbereitungen treffen. Wie wär's, wenn du mal anschaffen gehen würdest? Dann würden wir auf jeden Fall ein bisschen Gold reinkriegen. Hoffe ich, oder? Wenn du dir Mühe gibst. Ich werde in der Ratskammer sein, euer Gnaden. Warum haust du jetzt ab, Alter? Okay, Taube, du bist jetzt Audrey 2. Ich hoffe, dass du mich gut beraten kannst. Okay. Ich habe den Brief bereits gelesen. Okay, dann reden wir mal mit dem Banker. Oh Gott. Ich bin hier, um die Bank der Florentini zu vertreten, euer Gnaden. Wie ich höre, hat euer Fiskus schon bessere Zeiten gesehen. Aber ich bin hier, um zu helfen. Wie funktioniert das? Also, wenn er mir jetzt Gold leiht, was ich ihm später zurückzahlen muss, was hundertprozentig der Fall sein wird, ist die Rate sehr interessant. Wie funktioniert das alles noch einmal? Wir verstehen, dass es manchmal schwer ist, ein König zu sein. Und wir wollen unser Bestes tun, um zu helfen. Mit Sicherheit, du bist nicht deinem eigenen, aus deinem eigenen Interesse hier. Wir bieten schnelle und einfache Lösungen, um euch mit Gold oder Vorräten zu versorgen. Was auch immer ihr benötigt. Unser exklusives Paket bietet euch 50 Gold oder Vorräte, was? Die sofort für euch zur Verfügung stehen. Die Bank erhebt nur eine geringe Gebühr von 10 Gold oder Vorräten, abhängig von der Art des Kredits. Er wird wöchentlich in 10er Schritten zurückgezahlt, bis ihr eure Schuld beglichen habt, euer Gnaden. Wir werden euch keine zusätzlichen Gebühren berechnen. Oh, eine Sache noch.
Wir geben jeweils nur eine Art von Darlehen. Wenn ihr euch also Gold leihen wollt, können wir euch keine Vorräte leihen, bis der erste Kredit zurückgezahlt ist. Und umgekehrt. Denkt daran, der erste Kredit. Und denkt daran, der erste Kredit ist gebührenfrei. Damit kriegt ihr mich. Wie wenn das Ganze 15 Euro kostet und 5 Euro Versand und ich sage, ne. Aber 19,99 ohne Versand? Count me in. Ihr zahlt uns nur das zurück, was ihr bekommen habt. Oh, so kriegen sie dich. Sind... I don't know, man. Im Endeffekt kriege ich dadurch ja kein Gold plus. Sondern ich habe jetzt gerade nur etwas mehr Gold, was ich dann später wieder verliere. Und ich glaube, dass der... Hör auf mit dieser Glocke, Alter! Und ich glaube, dass ich mir dieses erste Mal leihen noch aufsparen kann. Weil später, wenn ich mir vielleicht was leihen muss, muss ich ja bezahlen. Und ich bekomme dadurch kein Gold plus. In dem Sinne, ich kann mir nur was leihen, um jetzt Sachen auszugeben, die ich später wieder einlösen muss. Aber es kann auch sein, dass später noch krankere Entscheidungen kommen. Von daher, fürs Erste war es das. Das ist alles. Für den Moment. Die Bank der Floritini ist immer gerne bereit zu helfen. Ach, du Scammer, ey. Okay, wer ist der Nächste? Hallo, unrasierter Bauer. Euer Gnaden, Ungerechtigkeit und Hunger haben unser Dorf getroffen. Schwarz gekleidete Männer kamen und nahmen unsere Vorräte. Es ist kaum etwas übrig, das es wert ist, es den Hunden zu geben. Ich wollte... Ja, mit Sicherheit, Alter. Ich wollte euch freundlich um 7 Goldstücke bitten. Oder um 5 Vorräte, euer Gnaden. Auf diese Weise können wir zumindest unsere Kinder ernähren. Als ob ich dir 7 Gold... Meine letzten 7 Gold... Junge, danach muss ich selber gucken, ob ich bei PayPal Donations über meinen OnlyFans machen kann. Aber 5 Vorräte... Ich kriege ja täglich irgendwie 10 oder so. Also du kannst gerne mal 5 Vorräte haben, mein Freund. Das ist, denke ich, für den Moralboost in Ordnung. Ernährt eure Kinder gut. Das wird ausreichen, um uns ein paar Wochen am Leben zu erhalten. Gott segne euch. Mein Schlückchen trinken hier. Eintrag abgeschlossen. Ich warte die ganze Zeit drauf, dass sie mir in den Einträgen sagen, du hast dich so scheiße entschieden, Mann. Dorfbewohner berichteten, dass schwarz gekleidete Männer ihre Vorräte gestohlen haben. Der König beschloss, seine Großzügigkeit zu zeigen und gab den Dorfbewohnern Vorräte. Vor allem 7 Gold, seid ihr wahnsinnig. Ich komme mit einem Geschäftsvorschlag, euer Gnaden. Ich brauche 12 Gold, Junge! Ich brauche 12 Gold, um Männer einzustellen und Ressourcen zu kaufen, um eine neue Taverne in Branka zu bauen. Diese Taverne würde ich so gerne bauen, ne? Aber ich kann nicht. Seht ihr, die Taverne ist mehr als nur eine Möglichkeit für Einheimische, sich zu betrinken. Ein Dorf in allerbester Lage. Es hat viele Besucher, aber sie bleiben nie lange. Eine neue Taverne wird das ändern und ein stabiles Einkommen garantieren. Ich will diese Taverne bauen, Mann, aber ich habe kein Geld. Wie dieser gerettete Junge ist es nicht wert. Und das ist jetzt gerade einer der Momente, wo ich mich in den Arsch trete, nicht den Kredit gemacht zu haben. Denn, und das ist die einzige Sache, falls ihr euch erinnert, was ich am Anfang gesagt habe, wo ich mich daran erinnern kann. Ich weiß nur, dass ich den Kredit damals genommen hatte. Ich weiß aber nicht mehr, warum. Und warum hat... War, kann ich den... Ist... Audrey, lauf dir mal hinterher. Ist er noch da, Spruchgeld? Ich weiß aber nicht, ob die Taverne sich überhaupt lohnt. Aber ich hasse mich gerade dafür. Ich hasse das Spiel. Nur euch liebe ich. Ich werde die Gewinne teilen, sobald ich anfange, Geld mit dem Geschäft zu verdienen. Hört sich gut an. Ich glaube nicht, dass es genug Ressourcen gibt. Komm ein anderes Mal zurück. Yes! Yes! Ich kann fragen, ob er nochmal wiederkommt. Ich mag den Klang davon, aber unsere Schatzkammer kann sich diese Ausgaben derzeit nicht leisten. Kommt in ein paar Wochen zurück. Ja, euer Gnaden. Oh Gott sei Dank kommt er wieder. Was willst du? Euer Gnaden, in unserem Dorf grassiert eine Krankheit. Es ist nichts Ernstes, glaube ich. Fieber und Schnupfen haben alle. Es erschien aus dem Nichts, als ob eine dunkle Kraft es über uns gebracht hätte.
Okay, ich glaube, wir können euch nochmal 5 Vorräte geben. Wir kriegen ja ein bisschen was, dadurch, dass wir den Marktstand gemacht haben. Heißt, wir haben insgesamt nur minus 2 Vorräte, aber plus ein Moral, weil ich muss jetzt nochmal Geld sparen, leider. Es ist nicht viel, aber nehmt, obwohl 7, ob ich jetzt 5 oder 7 nehme. Vielleicht kommt er sonst nochmal wieder. Ich nehme jetzt einfach mal 7, komm. YOLO. Verteilt es in eurem Dorf. Stellt sicher, dass alle Zugriff auf das haben, was sie benötigen. Danke, euer Gnaden. Ich hoffe, dass die Geister euch gesund halten mögen. Ich bin zu nett, was soll ich sagen? 7 Säcke mit Vorräten waren ein großzügiges Geschenk, aber der König hielt dies für die beste Option. Wie ich einfach nach jeder Entscheidung einfach denke, dass ich das Falsche genommen habe. Ist das normal so? Kann ich mit Leuten noch reden? Kann ich vielleicht irgendwo selber Gold verdienen? Oh, in der Ratskammer. Was ist denn hier los? Können wir hier nicht mal was von verkaufen, Freunde? In der Truhe gibt's nichts Nützliches, nur einen Haufen Müll. Oh, du hast einen wunderschönen Kelch da, den brauchst du. Guckt euch jetzt mal ohne Scheiß. Ich weiß, ich habe das im letzten Part bestimmt schon 2-3 Mal gesagt, aber guckt euch diese Spiegelung im Boden an. Die hätten es auch einfach nicht machen können. Aber sie haben es gemacht. Zedani, meine Süße, wie wär's, wenn du mit dem YouTube-Kanal anfängst? Kartoffelkopf, albernes Gürkchen oder Rosine? Ich finde Rosine ganz putzig, weil... Albernes Gürkchen mit C? Albernes Gürkchen. Kartoffelkopf. Wer nennt denn bitte sein Kind Kartoffelkopf? Oh, das Mobben fängt schon vor der Schulzeit an. Albernes Gürkchen auch nicht. Ich sag einfach mal Rosine. Rosine? Rosine? Das ist neu. Gefällt mir. Euer Gnaden. Du solltest hier nicht spielen. Sedani, ich habe dir abermals gesagt, dass du hier nicht spielen sollst. Aber das ist mein am meisten liebster Ort im Schloss, in der Festung. Oh, du hast hier wirklich die allerfeinsten Sachen, Vater. Bitte, lass mich bleiben. Ich mach nichts kaputt. Ich verspreche es. Wisst ihr, ihr kennt mich ja jetzt teilweise schon sehr lange und ihr wisst, dass ich ein Mann mit einem sehr weichen Herz bin, wenn es um so etwas geht. Also glaube ich, ansonsten, hi, ich bin Andi, ich bin ein Mann, der bei sowas einfach sagen kann, sagen muss, gut, aber nur einmal. Solange du nichts kaputt machst. Oh ja, vielen Dank, euer Gnaden. Ja, mal gucken, was er sonst noch so ist. Boah, du wirst sowas von frühen Kindheitstod sterben, ey. Bei jeder gottverdammten Entscheidung. Audrey, du Schnalle. Euer Gnaden, ich habe einen Speer gesandt. Er wird uns berichten, mit was wir rechnen müssen. In der Zwischenzeit sollten wir König Talus einladen. Möglicherweise kann er uns helfen. Verbünden was? Wir können mit nahegelegenen Lords sprechen. Aber zuerst würde ich vorschlagen, Talus einzuladen. Hier könnt ihr... Ja, Leerzeichen ist überbewertet. Hier könnt ihr Details zu euren potenziellen Verbündeten ansehen. Eine Taube muss verfügbar sein, um eine Einladung zu senden. Kann ich nicht Ada Wong fragen? 3000 Leute hat der was? Scheiß auf Ada mit ihren 60 Sims, Alter. König Talus, Junge, der ist der Babbo. Den laden wir auch direkt mal ein. Toll, Talus sollte uns in einer Woche besuchen. Mit seiner Armee könnten wir Radovia abwehren. Oder sollten wir sie abwehren können. Egal, mit was sie kommen. Danke, Audrey. Gut, damit haben wir König Talus eingeladen. Und ich glaube, wir haben auch nichts mehr, was wir großartig machen können. Von daher beenden wir mal die Woche. Ja, plus 8 Getreide. Also ein bisschen was kann ich auf jeden Fall rauswerfen. Wir haben auch wieder ein bisschen Gold gemacht dazu. Wir haben ein bisschen Moral. Also aktuell trade ich ein bisschen Getreide gegen Moral. Und Gold kommt halt rein. Aber ich will jetzt nicht, wenn ich das Theater repariere, habe ich klar Moral plus. Aber was kann ich mir bitte aktuell von Moral kaufen? Außer, dass ich den Bauern sagen kann, verpiss dich mit deiner Frage, ja. Also aktuell Moral 17 sollte, denke ich mal, reichen. Aber wenn wir einen Überfluss in Gold haben, schauen wir mal. Sobald Stan mal eine Woche chillen kann, können wir auch das Theater reparieren. So. Grevno, Woche 4. Oh, da ist mein General. Stan, my man! Euer Gnaden, ich habe den Sohn des Bauern gefunden. Er war in einem nahegelegenen Wald verloren und suchte sein Zuhause. Er war geschwächt und durstig, sollte aber bald wieder bei Kräften sein.
Okay, was habe ich jetzt davon, außer ein Eintrag im Archiv? Verlorener geliebter Sohn. Ein Vater bat um Hilfe, um seinen Sohn zu finden. Der König hat einen Agenten geschickt, um nach dem Sohn zu suchen. Der Bauer freute sich sehr darüber. Der General hat den Sohn gefunden. Sein Vater muss sehr zufrieden sein. Oh, König Thales und Lord Eton. Was ist das heute für ein königlicher Tag mit euch, Freunde? Durch diese Fenster kann kaum Licht gelangen. Diese Hallen sollten strahlen, Eric. Was machst du denn hier? Vater! Schau, was sie getan hat. Azalia hat Kacke unter mein Kissen gelegt. Wie kann ich das jemals abwaschen? Losulia, mein Täubchen. Hättest du dir einen anderen Moment vielleicht nehmen können? Jeden anderen Moment und nicht, wo Lord Thales gerade meine gottverdammten Scheiben beleidigt, um das zu sagen. Warum hast du ihr gesagt, dass ich sie verraten habe? Ich habe versucht, das nicht zu tun. Aber das Spiel hat mich ja nicht gelassen, um mir jetzt diesen Mittelfinger ins Gesicht zu drücken. Das stimmt irgendwo nicht. Und ich persönlich habe lustigerweise, als ich 3 gelesen habe, direkt gedacht, wir nehmen 3. Geh zurück in deine Kammer, jetzt. Ja, aber nachmittags laufe ich immer frei rum, wie zum Beispiel, wenn ich dich an der Mauer besuche. Hier sind immer Leute. Wir werden uns später darum kümmern. Verschwinde nun erst einmal. Aber, wenn ihr nicht einmal eure Kinder kontrollieren könnt, bin ich überrascht, dass ihr immer noch dort sitzt, wo ihr sitzt. Boah, du bist auch so eine richtige Kackbratze, ne? Und dass ich immer noch stehe, wo ich stehe. Verzeiht mir, es ist in letzter Zeit viel geschehen. Wollt ihr mich hier wie den Pöbel stehen lassen? Oh, natürlich reden wir in der Ratskammer. Da steht aber noch, da ist noch Lord Eton! Oh, ihr habt viele Bücher. Was macht sie hier? Lasst ihr Kinder mit euren Archiven spielen? Hätte sie doch nur weggeschickt. Mädchen, hinfort. Seid ihr ein König oder ein verdammtes Kindermädchen, Erik? Was kann so wichtig sein, dass ihr mich nicht einfach... was kann so wichtig sein, dass ihr mir nicht einfach eine Brieftaube schicken könnt? Haben wir das nicht gemacht? Ich werde es offen sagen. Ich brauche eine Armee. Radovia bedroht mich und meine Familie. Radovia hier? Ja, sie... Sie sind einfache Männer, unausgebildet. Ich sag's euch. Ich werde euch 3000 Soldaten geben. Meine Armee kann mit allem fertig werden, was sie ihnen in den Weg werfen. Was? Einfach so? Natürlich nicht. Wisst ihr, mein Sohn Ivo hat mich angefleht, um ihm eine Prinzessin zu finden. Er lässt mir keine Ruhe. Es ist an der Zeit, dass er erwachsen wird. Eine Frau wird ihn beschäftigen und mir so Freiraum geben. Losulia wäre gut genug für ihn. Wie wär's, wenn du dich einfach nimmst und einfach mal ficken gehst? Sie könnte ihm 1 oder 2 Dinge beibringen. Ich möchte außerdem Zugang zu der schönen Sammlung von Büchern, die ihr hier habt. Und zu allem anderen, was ihr finden könnt. Sucht ihr immer noch ein Heilmittel für eure Frau? Ihr Zustand hat sich nicht verbessert? Nun, das geht euch nichts an. Ihr bekommt eine Armee. Ich bekomme Losulia und Zugang zu diesen Büchern. Also eine Armee für eine Ehe im Gegenzug. Ja, natürlich. Ihr versteht schnell. Ich werde meine Armee sofort schicken. Okay, Freunde, was würdet ihr in diesem Moment machen? Ich persönlich? Überlegt es euch erstmal. Ich trinke nochmal genüsslich einen Schluck und lasse euch überlegen, was wir machen. Wenn wir uns jetzt das Dilemma des Spiels einmal anschauen, haben wir einmal, okay, es kommen irgendwelche wilden Radovianer-Banditen, die mein süßes Töchterchen für sich nehmen und keinerlei Ehre haben. Unsere Tochter wird so oder so irgendwann politisch heiraten. Das ist einfach der Fall. Und es ist eine sehr einfache Entscheidung, theoretisch im aktuellen Moment. Aber die Frage ist, was für ein Rattenschwanz sitzt dahinter? Weil er hätte voll Bock, mich zu exploiten, glaube ich. Ich glaube, da machen wir uns alle nichts vor.
Ich werde aber nicht sofort einfach zustimmen und sagen, ja, Mann, sag einfach ja und ich schicke dir die Anfrage, sondern ich sage, aber wir werden es zu meinen Bedingungen tun, weil er verlangt schon ziemlich viel von mir. Ich kann nicht zulassen, dass ihr meine Tochter für ein paar hundert Männer nehmt. Komm schon, Erik, wir wissen beide, dass Devon bessere Zeiten gesehen hat. Wenn Radovia kommt, wer wird dein Volk und deine Familie beschützen? Wirst du den Bauern befehlen, die Radovianer mit Heugabeln zu bekämpfen? Oh, I don't know, man. Ich meine, ich bin froh, dass wir gefragt haben. Ich weiß aber allerdings nicht, den General muss ich ja trotzdem bezahlen, oder nicht? Und mein Problem ist nicht, dass ich Stan nicht benutze, sondern dass Stan mich überhaupt Geld kostet. 3000 Männer ist, glaube ich, gar nicht so uninteressant. Oder ihr werdet 22 Gold hinzugeben. Gold ist aktuell relativ wichtig. Ich kann aktuell nicht einschätzen, wie viele Männer ich brauche. Ich glaube, dass die Männeranzahl vielleicht erst am Ende der Schlacht kommen wird. Wisst ihr, was ich meine? Die Männer kann er mir nehmen, den General kann er mir nehmen, aber mein Gold kann er mir nicht nehmen. Ich nehme 22 Gold. Oh, ja. Weil ich kann mit den Männern aktuell nichts anfangen und er kann die immer noch zurückziehen, weil jetzt sind halt, ich krieg die ja nicht geschenkt, denke ich mal. Ihr werdet zusätzlich 22 Gold einwerfen, um die Kosten für die Hochzeit und unsere Schlossrenovierung zu decken. Das ist kein Problem. Ich werde umgehend eine Armee schicken. Yes, 3000 Männer, 22 Gold, damit kann ich leben. Oh, sorry, Töchterchen. Wird wohl Zeit, dass du mal dich umorientierst. Aber sie ist 13. 13! Ich werde umgehend eine Armee schicken, aber ich möchte sofort Zugang zu den Archiven. Die Ehe kann später organisiert werden. Lasst mich nun in euren Büchern verloren gehen. Lose myself in your books, ja. Ich denke, ich werde in diesem Raum anfangen. Gut, ihr könnt mich im Thronsaal finden, wenn ihr mich braucht. Mal sehen, was haben wir hier? Großartig, ihr habt nun einen neuen Verbündeten gefunden. Ihr könnt jetzt mehr Verbündete gewinnen, indem ihr andere Lords im Verbündeten-Panel einladet. Und ich kann endlich dafür sorgen, dass ich keine Moral mehr weniger habe. Wenn Lords Neuigkeiten haben, erscheint neben ihrem Namen ein grünes Symbol, wie bei den Sims. Wie dieses neben Lady Ada. Dann laden wir doch mal Lady Ada ein. Mit ihren scheiß 60 Leuten und plus 1 Getreide. Egal, jeder Verbündete zählt. Ich bin übrigens, ganz ehrlich, nicht sicher, wie lange wir König Thales vielleicht als Verbündeten behalten können, weil wenn ich mir so... Das Lustige ist, ich denke das nur wegen Ada. Oder Ada, oder wie auch immer sie nennen, aber ich nenne sie Ada. Weil er hat schon eine extreme Männeranzahl. Wir hatten 100, sie hat 60 und er wirkt so richtig wie so der OP, überkrasse Superkönig, der uns mit seinen 3000 Mann natürlich, ne? Weil wenn ich König Thales habe, was soll ich mit Ada, die 60, das sind, keine Ahnung, 0,5% von dem, was er hat? Ich weiß es nicht, oder 5, doch, oder? Warte mal, 1% sind 30, also sind 2%, 0,5, Alter, ey. Ich bin durch heute, was soll ich sagen? Ich brauche Kaffee. So, bis dann. Warte mal, kann ich noch mit dir reden? Wie geht es eurer Frau? Was ist in Atano los? Wie geht es Ivo? Habt ihr schon etwas gefunden? Wir können mit der Hochzeit fortfahren. Wie geht es eurer Frau? Ich habe Paloma seit Jahren nicht mehr gesehen. Ist sie immer noch krank? Nö, der geht's voll gut, deswegen will ich heute die Bücher hier lesen. Was war das für ein Sound? Warum bist du so neugierig auf sie? Ja, sie ist immer noch krank, sonst wäre ich nicht einmal hier. Aber wie ich dir schon sagte, es geht dich nichts an. Was ist mit Atana los? Haben Yeles und Baravia wieder Frieden geschlossen? Warum kämpften sie nochmal? Land? Hexerei? Ich weiß es nicht und es ist mir egal. Ich habe meine eigenen Probleme. Ist in Hagos alles in Ordnung? Ich wollte schon immer eure schöne Stadt besuchen. Warum tut ihr das nicht? Überzeugt euch selbst, wie es ist. Sicher besser als dieses Rattenloch. Wie geht es Ivo? Ich würde gerne ein wenig über euren Sohn wissen, bevor... Ihr wisst schon. Diese Hochzeit. Was gibt es zu sagen? Ivo hat königliches Blut und ich bezahle genug für seine Meister, um sicherzustellen, dass er mindestens halb so schlau ist wie ich. Wollt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen, Eric? Ich versuche, mich hier zu konzentrieren.
Habt ihr was gefunden? Ich will nicht dieses, können wir mit der Hochzeit fortfahren. Sind diese Bücher von Nutzen? Fieber heilen, wie man Brechdurchfall verhindert, etwas über Malaria. Die sind alle nutzlos. Ich bin im Thronsaal, falls ihr mich braucht. Bitte lest so viel ihr möchtet. Okay, das war sehr aufschlussreich. Du bist also ein richtiges Sackgesicht. Okay, ich hab noch was im Thronsaal, glaube ich, zu tun, ne? Lord Betten ist ja noch da. Sein Söhnchen ist gefunden worden, so. Lord Etten. Euer Gnaden. Warte, wie habe ich ihn gesprochen? Euer Gnaden, meine Tochter ist zurück. Ich habe diesen Verbrechern das Lösegeld gezahlt. Ich war so nervös wie nie in meinem Leben, aber überraschenderweise verlief alles reibungslos. Sie haben bekommen, was sie wollten. Ich denke nicht, dass sie noch ein Problem sein werden. Als Dankeschön habe ich tatsächlich etwas Gold zusammengekratzt. Hier, nehmt dies. Okay, das hat sich... wir haben fast 50. Junge, das hat sich gelohnt. Ich meine, gut, ich habe fürs... ich habe dem Gold gegeben dafür, ne? Stain war gar nicht da. Diggen. Ich glaube auch, dass wir die Asche bald brauchen werden. Audrey, pass du mal hier auf. Ich mache mal einen Abflug. Ich muss meiner Tochter noch sagen, dass sie bald woanders chillen darf. Aber erstmal, bevor irgendwas ist, reden wir mit unserer Frau. Schatz? Diese Themen. Losulia heiratet, wie geht es dir? Bis dann. Losulia wird heiraten. Was? Nein, hat Beiran uns gefunden? Wir können ihn nicht das tun lassen. Losulia wird Ivo, den Prinzen von Atana, heiraten. Ich habe einen Vertrag mit Talis geschlossen. Diese Ehe sichert uns seine Armee. Nein, wir können nicht zulassen, dass sie einen Barbaren heiratet. Dass sie einen Barbaren heiratest? Erik, du hast gesagt, du würdest seinen Ausweg finden. Warte, Ivo? Das ist gut. Das ist großartig. Ivo ist schließlich ein Prinz. Und wenn Losulia mit Ivo verheiratet ist, kann Beiran nichts ausrichten. Die Armee von Talis könnte sie einfach abschrecken. Oh, das sind fantastische Neuigkeiten, Erik. Wunderbar. Wer wird die Hochzeit vorbereiten? Gäste, Menüs, wir müssen den Thronsaal dekorieren. Wir müssen Blumen und Dekorationen kaufen. Und wir brauchen einen Musikanten. Ich werde mich darum kümmern. Wir werden sehen, wie unsere Schatzkammer am Ende der Woche aussieht. Weiß Losulia es schon? Nein, ich bin direkt zu dir gekommen. Aha, sie ist die letzten Tage ein wenig aufbrausend. Vielleicht ist es besser, wenn ich es ihr sage. Aber warte, nein. Du sprichst mit ihr. Ich werde mit den Vorbereitungen weitermachen und du kannst dir die ganze Gewalt dieser Scheiße von ihr abholen. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Ich glaube, ich kann heute Nacht tatsächlich schlafen. Warte, nein. Es liegt alles in meiner Verantwortung. Was sollen wir essen? Wo bekomme ich ein Kleid her? Ich denke, es wird alles gut gehen. Danke, mein Schatz. Siehst du, ich habe es dir doch gesagt. Ruhe dich ein wenig aus. Gut, ich werde hier bleiben. Eine Sache noch. Ich habe aus Sirin gelernt, Rot wird nicht das Thema der Hochzeit. Dankeschön. Was macht eigentlich der Pelikan da oben in dem Bild? So, gehen wir mal in die Gärten. Azalia? Natürlich ist sie nicht hier. Oh, meine jüngste Tochter wird mich auch hassen. Ich habe ihr gesagt, sie darf und dann kommt so ein richtiger Schnauzbärtpenner und hat sie rausgeschickt, ey. Euer Gnaden. Wie geht es dir? Du bist doch der König, also warum hörst du auf den Mann in der Ratskammer, Vater? Nun, er ist auch ein König, weißt du? Aber du bist ein besser König. Er sollte auf dich hören. Gott, dieses Mädchen ist das Süßeste, was ich in diesem Schloss je gesehen habe. Ja, sei lieber nicht zu laut, Rosine. Okay, das war schon echt putzig, ey. Okay, die Kleine ist mein Favorite. Das ändert sich bei mir wöchentlich. Es kommt da drauf an. Boah, als ob das so glücklich weitergeht hier. Never ever. So. Kommen wir zum schweren Teil der ganzen Chose. Stan. Euer Gnaden. Das ist alles. Solange ich dich nicht bezahlen muss. Oh Gott. Habe ich einen Angst vor diesen Diskussionen.
Oh, du bist es. Warum habe ich mir das Spiel angetan? Ich dachte, das wird ein lustiger Simulator. Wir haben keine Wahl. Du musst Ivo, den Prinzen von Atana, heiraten. Gut, dann hätte man auch vielleicht mit ein bisschen Fingerspitzengefühl sagen können, aber okay. Es tut mir leid. Was sagst du da? Habe ich kein Mitspracherecht? Wir brauchen diese Ehe, um uns eine Armee zu sichern, die uns verteidigen wird. Ein Krieg zieht auf. Also werde ich geopfert? Habst du überhaupt andere Möglichkeiten in Betracht gezogen? Hast du überhaupt versucht, etwas anderes als deine Tochter, als deine eigene Tochter anzubieten? Nun, ich habe noch eine Brieftaube. Ich wusste, an dem Tag, an dem ich alt genug bin, würdest du mich einfach an den Meistbietenden verkaufen. Genau darauf hast du gewartet. Du kannst das kaum erwarten, mich loszuwerden, oder? Ich wünschte, ich wäre ein gewöhnliches Mädchen, würde in einem Dorf leben und hätte nichts zu befürchten. In der Lage zu sein, denjenigen zu heiraten, den ich liebe und keinen Snob, den ich noch nie getroffen habe. Dumme Hochzeit, dummer Prinz, du bist doof. Staubkörnchen, was würdest du sagen? So alles in allem ist er doch eigentlich ganz gut gelaufen, oder? Okay, Aurelia freut sich natürlich. Aber Losulia. Der König wusste, dass Losulia sich nicht über die Hochzeit freuen würde, aber er hatte keine andere Wahl, wenn er wollte, dass seine Familie überlebte. Ich glaube, das war's dann aber auch jetzt erstmal von dem, was wir quatschen können, ne? Ja, sie ist nicht hier. Okay, dann beenden wir mal Woche 4. Viel mehr können wir ja nicht machen. Später in dieser Nacht. Oh Gott. Zu dieser gottlosen Stunde sollte es besser etwas Wichtiges sein. Euer Gnaden, radovianische Streitkräfte wurden in der Nähe entdeckt. Wir sollten unsere Männer schicken, um sie aufzuspüren. Sie sind wegen Losulia gekommen. Eric, wir müssen etwas tun. Sende ein... Gott sei Dank haben wir Geld, weil ich kann nicht für jeden Scheiß Stan benutzen. Lass uns Stan schicken. Wir müssen herausfinden, was sie vorhaben. Immerhin nur für eine Woche, ey. Toll, da denke ich mach Geld und dann kostet mich Stan... Was ist das denn hier? Okay. Also erstmal reparieren wir das Theater. Was haben wir denn hier? Wir haben noch Blumen kaufen, Blumendekorationen für die Hochzeit kaufen, Stoffe kaufen, Stoffdekorationen für die Hochzeit kaufen und Musikanten anheuern. Eure Gäste müssen etwas tanzen. Ich will jetzt aber auch nicht so eine Billo-Hochzeit haben, aber da steht noch nicht das Kleid. Ich weiß nicht, ob ihr nicht alle optional seid. Und ich will auf jeden Fall kein Gold ausgeben, aber 15 Getreide. Oh, Zeit bis zur Hochzeit, 4 Wochen. Gut, dann warten wir noch. Weil wir haben jetzt minus 19 Gold, aber wir haben endlich das verdammte Theater repariert und haben jetzt echt mal ordentlich Moral. Und da wir in der nächsten Woche nochmal Getreide kriegen, sind wir dann ungefähr auf 33. Da kann man 15 mal ausgeben, dann sind wir wieder auf 18 runter. Das ist okay. Aber ich weiß halt nicht, ob ich gleich Getreide brauche. Und wenn ich das jetzt nehme, habe ich nur noch 10. Und wer weiß, ich muss es ja sowieso jetzt noch nicht holen. So, speichern und fortfahren. Eine Woche machen wir noch, ne? Graveno, Woche 5. Wer bist du denn? Oh, das ist Ada! Was macht ihr denn alle da? Okay, Stan. Was habt ihr herausgefunden? Gradovianer haben Lager um unsere Festung errichtet, euer Gnaden. Feldlager, wenn man so will. Die planen ihre nächsten Schritte. Die Zerstörung ihrer Lager sollte ihre Fähigkeit, Strategien zu entwickeln, beeinträchtigen, euer Gnaden. Obwohl wir jetzt die Aussicht auf eine Armee haben, sollten wir ihnen keinen Vorteil gewähren. Ihr solltet einen Blick auf die Karte werfen, euer Gnaden. Sendet so schnell wie möglich einen Agenten zum Erkunden der Lager. Wartet auf mein Zeichen, General. Ich werde euch sagen, wo ihr zuschlagen sollt. Ja, euer Gnaden. Gradovianische Banditen errichteten Lager um eure Festung. Ihr müsst einen General schicken, um die Lager zu vernichten. Um die Lager anzuzeigen, öffnet einfach die Karte.
Wie viel einfach dieses Spiel hat, ey. Sendet den General, indem ihr ein radovianisches Lager auswählt und auf das Lupensymbol klickt. Hätte ich mal lieber den zweiten General genommen. Das Erkunden von Standorten kann zu einem Ressourcengewinn führen. In diesem Fall müssen wir die radovianischen Lager loswerden. Ihr könnt jeden Agenten senden, um die einzelnen Orte zu erkunden. Okay, hier ist Graveno, das westliche Lager, das nördliche Lager und das östliche Lager. Ich nehme jetzt einfach mal das westliche Lager. Wählt einen Agententypen aus, um... Ja, schicke nochmal den General. Entsende General zum Erkunden. Runden bis zum Abschluss. Bestätige. General entsandt. Stan, hör auf, so nützlich für mich zu sein. Der hat echt auf alles geskillt, dass er auch sowas machen kann. Okay, der General... Audio, was willst du? Wir werden in 4 Wochen für die Hochzeit bereit sein, euer Gnaden. Die radovianischen Lager müssen bis dahin beseitigt sein. Und wir müssen immer noch den Anliegen der Menschen annehmen. Audrey, was haben die dir heute Morgen in den Drink getan? Das richtige Gleichgewicht zwischen den beiden zu finden, könnte schwierig sein, wenn nicht unmöglich. Mit unseren aktuellen Ressourcen müssen wir Prioritäten setzen. Okay, dann setzen wir mal die Prioritäten. Lady Ada! Euer Gnaden, ihr habt nach mir gerufen. Ich vergesse immer, wie schön diese Festung ist, euer Gnaden. Ich sollte Gravenor wirklich öfter besuchen. Dennoch, euer Gnaden, muss ich euch um einen Gefallen bitten. Danke, was kann ich für euch tun? Da ist dieser ruchlose Dieb, der von Lord zu Lord geht und so tut, als ob er Hilfe braucht. Er hat andere Lords in der Nähe überzeugt, ihm Gold zu geben, mich eingeschlossen. Verdammt, jetzt sind auch noch Scammer dabei! Schon lange, dass ich nicht so ausgibt wie mein Enkel. Er sagt immer, sein Händler und seine Waren seien gestohlen worden. Okay. Ich bin sicher, dass er euch früher oder später besuchen wird. Ich bin mit meinem Problem beschäftigt. Was soll ich tun? Nehmen wir an, er taucht in meinem Thronsaal auf. Und ich erkenne ihn wieder. Ich bitte euch nur darum, ihn einzusperren. Ich will nicht, dass ihr Gold verliert, so wie ich es habe. Sobald ihr ihn in eurem Kerker habt, schickt mir eine Taube und ich werde mich um ihn kümmern. Ich werde nach ihm Ausschau halten. Wenn ich ihn finde, lasse ich so schnell wie möglich nach euch schicken. Vielen Dank, euer Gnaden. Ja, Ada, das hat sich maximal gelohnt, dich einzuladen, würde ich sagen. Ah, aber ich habe ja aktuell den Dieb noch nicht, also brauche ich sie noch nicht einladen. Was bist du? Du siehst aus wie so ein verkappter Maler. Euer Gnaden, mein Sohn wurde gesund und munter gefunden. Dafür gibt es keine Worte. Hier ist etwas Kleines. Meine Frau hat einen Kuchen für euch gebacken. Einen Erdbeerkuchen, denke ich. Danke, euer Gnaden. Was? Wie, ich werde jetzt einfach zum Rest meiner Vorreit... Was? Das heißt... Das ist... Das war der schlechteste Deal seit der Geschichte. Maybe ever. Das heißt, ich habe 18 Gold ausgegeben... Für ein Vorräte-Dingen. Ich habe einfach nur drauf geklickt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sonst was anderes gibt. Audrey, das nächste Mal lassen wir den Jungen sterben. So, Händler. Ich komme mit einem Geschäftsvorschlag, euer Gnaden. Ich brauche 12 Gold. Ah, das ist die Tavernensache. Diggen. Das hört sich gut an. Nehmt das Gold und lasst das Geschäft wachsen. Oh, wunderbar. Ihr werdet es nicht bereuen, euer Gnaden. Ich werde gleich mit der Arbeit beginnen. 8 solide Tische, 13 Betten. Wir könnten eine billigere Gemeinschaftsunterkunft bauen. Ich kann nicht mehr reden. Oh, es wird gut funktionieren. Da muss ich mal gerade nachlesen. Tavernengeschäft. Der König, begierig den Zustand der Schatzkammer zu verbessern, investiert etwas Gold in das Tavernengeschäft. Wie kann ich helfen, Rosine? Stellt euch vor, der hätte gesagt, wie kann ich dir helfen, du dummer Kartoffelkopf? Ich mache mir Sorgen um Losulia, Vater. Was wird mit ihr geschehen, wenn sie geht? Sie hat mir versprochen, sich um mich zu kümmern. Doch nun geht sie fort. Warum sollte sie lügen? Und was passiert mit Staubkörnchen? Was ist mit Staubkörnchen? Losulia würde dich niemals belügen und du musst dich nicht sorgen.
Damit bin ich schon auf die Schnauze gefallen. Losulia würde dich niemals belügen. Deine Schwester wusste nicht, dass sie gehen muss, Sedani, was Staubkörnchen angeht. Es ist Losulias Kater. Sie wird Staubkörnchen wahrscheinlich mitnehmen wollen, um ihr Gesellschaft zu leisten. Aber wenn sie nicht gehen würde, dann bliebe Staubkörnchen auch hier. Ich will nicht, dass sie geht. Kannst du mit ihr reden? Es ist nicht gerade Losulias Entscheidung. Ich bin sicher, sie würde lieber bleiben. Sie würde dich nie absichtlich verlassen. Warum tut sie es dann? Wenn sie lieber bleiben möchte, soll sie das tun. Kannst du mit ihr sprechen, sie zum Bleiben überreden? Natürlich, Sedani, ich kann versuchen, sie zu überzeugen, aber ich glaube nicht, dass es etwas ändert. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Danke. Du bist einfach nur dafür da, um mir moralisch richtig in die Fresse zu hauen, oder? Ich sehe besser nach Losulia, wenn ich Zeit habe. Euer Gnaden, sie haben unser Vieh genommen. Monster mit Stahl kamen in der Nacht und nahmen alles. Sicher, es ist jetzt viel Gras übrig, aber was nützt das, wenn es kein Vieh mehr gibt, das auf den Weiden grast? Könnt ihr uns helfen, euer Gnaden? Nö. Ich muss Prioritäten setzen, Freunde. Dieses, aber dafür habe ich die ganze positive Moral, Freunde. Damit ich auch mal Nein sagen kann und ich muss meine Vorräte jetzt für die Hochzeit einplanen. Audrey hat ja richtig gesagt, wir müssen Prioritäten setzen. Und dass du jetzt keine Kuh hast, nimm doch einfach, hast du Twitter? Da gibt es doch bestimmt ein paar Leute auf OnlyFans, die dir da mit einem Outfit für deine Frau vielleicht helfen können. Mu. Vielleicht könnt ihr mit dem Gras, das ihr erwähnt habt, etwas kochen. Vielleicht. Ich denke, wir werden versuchen, nicht daran zu ersticken. Ja, Mimi, ey. Ich habe heute Abend auch nur Pökelfleisch. So, Audrey, du machst das schon. Oh nein, oh nein. Losulia ist nicht da oben. Vielleicht weiß Azalia, wo sie ist. Mein Gott, Losulia, jetzt stell dich nicht so an. Boah, sie ist echt nirgendwo hier. Man sieht aber auch, glaube ich, keine Lager, ne? Das sind einfach nur die Felder. Diese Felder waren früher mit Wäldern bedeckt. Unsere Landwirtschaft gedeiht. Man sieht aber auch echt, dass das Schloss ein bisschen zerfallen ist, auch hier an so Sachen wie der Mauer. Diese Mauer soll unsere Festung schützen. Wir sollten sie wirklich reparieren lassen. Diese 3100 Männer sind viel zu gut, um wahr zu sein, ganz ehrlich. Schatz, unsere Tochter ist ein bisschen nervig, kannst du nicht mal mit ihr reden? Schatz? Wie gehen die Hochzeitsvorbereitungen voran? Benötigst du Hilfe bei irgendwas? Ich bereite einige handgemachte Dekorationen vor. Ich hoffe, Losulia mag sie. Ich bin sicher, dass sie das wird. Sie sind wunderschön, mein Schatz. Die Hochzeit ist so bald und es gibt so viel zu tun. Ich denke, wir werden Entenbraten und einen kaladesischen Salat haben. Ich weiß noch nicht, welchen Kuchen. Ich muss mit Losulia darüber sprechen. Ich lasse dich an den Vorbereitungen arbeiten. Wenn du etwas brauchst, bin ich im Thronsaal. Okay, wie es dir geht, interessiert mich eigentlich nicht. Bester Mann ever! Was machst du denn damit? What? Erstens musst du näher kommen, wenn du Rosine treffen willst. Und zweitens, geh nicht näher an Rosine ran. Ja, Vater? Das ist sowas von Arya und Sansa Stark, I swear to God. Schwerter? Schwerter, bitte sag mir, dass du kein Geplänkel mit Losulia hattest. Dafür ist sie viel zu weich. Sie würde keine Chance haben. Lass mich das beurteilen. Zeig mir, was du kannst. Wirklich? Du willst mit einem Mädchen kämpfen? Los geht es. Ich weiß nicht wirklich, wie... Da ich nicht auf den Markt gehen kann, muss sie etwas anderes finden. Also nahm ich dieses Schwert. Ich will sie nicht verletzen. Weniger reden, mehr kämpfen. Mal sehen, was ihr tun könnt. Sei bitte nicht zu streng mit mir, Vater. Autsch. Zu langsam. Ich bin dran. Du hast einen ziemlich starken Arm, junge Dame. Also sag mir, Azalia, was ist mit euch beiden los? Hegt ihr immer noch einen Groll?
Sie hat sich selbst in ihre Kammer eingesperrt. Was für ein Kleinkind. Du hast Kot auf ihrem Bett verteilt. Tu nicht so, als wäre dies der Grund, wegen dem sie nicht herauskommt. Wird mir das eines Tages auch passieren? Jetzt bist du nicht mehr so dreist, oder? Ich möchte Nein sagen. Ich möchte nicht, dass meine kleinen Mädchen so schnell ihr Zuhause verlassen. Aber die Wahrheit ist, sobald sie volljährig sind, müssen wir ihnen einen Ehemann suchen. Früher oder später. Ich glaube, ich habe vorher nie daran gedacht. Das rückt alles in ein anderes Licht. Ich war wütend auf sie, weil sie so nervig war. Aber jetzt bin ich wütend auf sie, dass sie mich verlässt. Sie tut mir leid. Aber wen werde ich jetzt ärgern? Sedani ist zu jung, es ist nicht dasselbe. Ich bin sicher, du wirst eine Beschäftigung finden. Eine Beschäftigung finden. Ich muss das Spiel auch meinen Schutz nehmen. In Englisch ist das Ganze super. Aber ich glaube, dass die anderen sprachlichen Übersetzungen, weil das Spiel auch relativ nicht low budget ist, aber es ist ein Indie-Titel, ne? Und deswegen, ich find's cool, dass sie es überhaupt in Deutsch gebracht haben. Und da kann man über sowas mal hinwechseln. Also ich mache mich gerne lustig drüber, aber ich find's nicht so tragisch. Ich denke, wir sollten jetzt aufhören. Ich habe mich gerade aufgewärmt. Glaubst du, wir könnten das eines Tages wieder tun? Ich will für meine Familie da sein, ne? Aber ich sehe jetzt schon wieder da oben rechts diesen Scheißkönig Talos drüber gucken, der sagt, du lässt deine zweite Tochter das Schwert kämpfen? Hast du keine Männer, du Hund? Aber es ist meine Tochter, ist mir scheißegal, was andere sagen. Sicher. Ich komme zu dir, wenn ich ein wenig Zeit habe. Ich nehme an, das wird da nie sein. Wir machen kaum noch etwas. Talos würde dir etwas anderes sagen. Vertrau mir. Vater, es tut mir leid. Was ich Losulia angetan habe, war nicht fair. Entschuldige dich nicht bei mir. Ich weiß, ich denke, es ist am besten, etwas Zeit zu geben. Ich werde das gerade biegen. Das ist mein Lieblingstöchterchen. Mach keine Dummheiten, Azalia. Mach ich das jemals? Euer Gnaden. Wie geht's dir? Okay. Das hatten wir gerade schon mal. Haben wir noch etwas? Nein. Dann beenden wir mal die Woche. So, wir können uns auf jeden Fall Blumen leisten. Ja. Gott, Stan, ich hoffe, du kommst mit guten Nachrichten zurück. Und ich würde mir ganz gerne eigentlich einen Musikanten anheuern, das mache ich aber erst nächste Woche. So passt das ganz gut, denke ich. Speichern und fortfahren. Grevno, Woche 6. Komm, nur weil ich euch so liebe, mach mal eine Woche noch. Sagte ich und es kamen 20.000 Leute. Audrey, was geht ab? Bis zur Hochzeit ist noch Zeit. Wir sollten uns die radovianischen Lager ansehen, wenn es die Möglichkeit gibt, euer Gnaden. Das versuche ich doch gerade mit Stan. Keine Spur von den Radovianern beim westlichen Lager, euer Gnaden. Wir haben allerdings ein verdammt großes Durcheinander gefunden. Sie ließen Gold und Vorräte zurück. Sie müssen in Eile geflohen sein. Nice. So, ich würde ganz gerne Stan direkt zu den anderen beiden Lagern schicken, aber warten wir erstmal ab. Wir haben noch 3 Wochen, wir haben noch 2 Orte, das heißt, einmal kann ich Stan noch woanders einsetzen und ich würde mir ganz gerne erstmal die Bittstellen anhören, bevor ich ihn wieder lossende. Pietro. Euer Gnaden, ich denke, ich weiß, dass sie hinter mir her sind. Über wen redet ihr? Gestern, als ich zu Bett ging, war jemand in meinem Zimmer. Sie bewegten die Kerzen. Sie ließen sie auf der Fensterbank. Ich lasse meine Kerze nie auf der Fensterbank. Euer Gnaden. Ja, das ist Lord Etten. Radovia hat viel gestohlen. Wo ist das denn jetzt hier? Das hier, getarnter Dieb. Hier, geil, sogar eine Beschreibung. Lady Ada besuchte den Thronsaal und warnte vor einem Dieb, der sich als Kaufmann ausgibt. Sie beschrieb ihn als jemanden, der nicht aus der Masse herausragt, der ein grünes Hemd und einen Hut trägt. Der König, also grünes Hemd und Hut. Keiner von euch. Der kommt. Die warten jetzt noch 1-2 Wochen, bis ich die Kacke vergessen habe, aber ich werde sie nicht vergessen. Der getarnte Dieb ist sogar einer der Hauptanträge.
Okay, Aurelia, was los? Hast du Losulia gesehen, Liebling? Ich glaube, sie hat sich immer noch in ihrer Kammer eingesperrt. Sie weigert sich, herauszukommen. Ich denke, es ist das Beste, ihr etwas Zeit zu geben. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Liebling. Die Hochzeit steht so kurz bevor. Ich wollte, dass sie mir beim Blumenpflücken hilft. Aber sie will nicht mit mir reden. Ich nehme an, du hast recht. Ich werde mich wieder an die Vorbereitungen machen. Natürlich, meine Liebste. Was? Ich traue euch beiden irgendwie nicht. Euer Gnaden, ein weiteres Dorf wurde von radovianischen Streitkräften überfallen. Sollen wir ihnen in ihrer Not helfen? Dies könnte große Auswirkungen auf die Zufriedenheit unseres Volkes haben, Euer Gnaden. Wir können nicht zulassen, dass Radovia unser Land bedroht. Oh shit. Oh, ich habe keinen zweiten General! Und von dem, was ich von den Leuten hier gehört habe, muss ich doch die beiden anderen Dörfer noch abkunden, oder nicht? Also kann ich einfach keinen schicken. Und dafür kassiere ich jetzt vermutlich minus 2 Moral. Aber nicht nur, dass es mich 18 Gold kostet. Ich muss die Moral in Kauf nehmen. Ich kann nicht anders. Wir müssen uns auf einen... Ja, minus 1 Moral, was ist das denn? Wir müssen uns auf einen finalen Schlag vorbereiten. Hoffen wir, dass die Radovianer nicht erneut zuschlagen. Minus 1 Moral, ey. Geh mal arbeiten. Was hast du da, Kaufmann? Euer Gnaden, ich bringe euch eine Mixtur, die Krankheiten heilen kann. Sie wirkt meistens. Heilt fast alles. Für 5 Goldstücke werdet ihr nichts Besseres finden. Nee, danke. Ich glaube, ich verzichte. Ein so gutes Produkt fortgeben? Aber wie könnt ihr euch sicher sein, dass ihr es nicht bald selbst braucht? Ah nun, ich werde es woanders feilbieten. Mach bloß, dass du aus meinem Thronsaal kommst, Mann. Kaufmann Medizin. Der König hat ein scheinbar gutes Geschäft abgelehnt. Wie sie einem jetzt noch? Weil die wissen ganz genau, was du am meisten nehmen wirst. Und deswegen sagen die, ja, also die gehen davon aus, dass du das dann auch nimmst. So wie normaler Spieler halt das Spiel durchspielen wird. Und sagen dann, ja, das ist ja nun mal dein Problem, ne? So, da wir Stan nicht mehr brauchen, nördliches oder östliches Lager, machen wir erstmal das östliche. Das sieht so, obwohl die oben, könnt ihr mir, nehmen wir das östliche Lager. Eine Woche, den General. Ja. Ich hätte gerne noch einen zweiten General, aber der kostet mich ja nur noch mehr Geld. Das kann ich mir alles nicht leisten. Audrey, wie läuft's mit deinem OnlyFans? Wir brauchen so langsam echt das Geld. Bitte. Schatz. Wie gehen die Hochzeitsvorbereitungen voran? Der große Tag ist in 3 Wochen. Ich kann nicht glauben, wie schnell die Zeit vorbeigeht. Losulia will sich nicht wirklich auf die Hochzeitsvorbereitungen einlassen, also liegt alles auf meinen Schultern. Sie wäre weniger verärgert, wenn sie verstehen würde, dass dies die beste Option ist, die wir haben. Denkst du, wir sollten ihr von dem Versprechen erzählen? Nein, Erik! Was? Wie würde sie wohl reagieren? Sie würde uns für immer hassen, weil wir sie bereits versprochen hatten, bevor sie überhaupt geboren wurde. Sie wird nie davon erfahren. Okay. Wenn du das sagst, mein Rosinchen, keine Ahnung, okay. Wir beenden mal die Woche. Ich würde ganz gerne eigentlich einen Musikanten anheuern. Ja, machen wir das mal. So, komm. Ich liebe euch. Eine machen wir noch. Das war ja jetzt eine 2-Minuten-Runde oder so. Eine letzte Woche machen wir noch. Grevno, Woche 7. Boah, übertreib, Alter. Grünes Hemd und Mütze, da ist der Händler. Du kleine Snitch, du! So, Audrey, was geht ab? Wir nähern uns der Hochzeit. Wir müssen sicherstellen, dass diese radovianischen Lager keine Bedrohung für uns darstellen, euer Gnaden. Ja, da sind wir doch gerade dabei. Keine Spur der Radovianer beim östlichen Lager, euer Gnaden. Es wurde nichts zurückgelassen. Die 9 Gold haben sich ja mal richtig gelohnt. Was willst du? Euer Gnaden, dank eures Gasthauses, das wir gebaut haben, sind unsere Arbeiter glücklicher und arbeiten härter. Ihr erinnert euch, das war die erste Taverne, die wir für 7 Goldstücke gebaut haben.
Jetzt können wir viel schneller pflügen. Wir müssen das Gasthaus immer noch instand halten, aber ich wollte euch für die Hilfe etwas zusätzlich bringen. Wir werden jede Woche ein Gold für das Königreich beisteuern. Woo! Geil. Das ist nicht nötig. Will ich nicht deine Scheißalmosen. Das ist sehr großzügig. Ich danke euch vielmals. Unser Volk wird das zu schätzen wissen. Bitte besucht uns, wenn ihr jemals wieder Hilfe benötigt. Danke, euer Gnaden. Ein Gold pro Woche, das hat sich gelohnt. Ein Gold pro Woche. Händler, was los? Euer Gnaden, die Taverne, bei deren Aufbau ihr mir geholfen habt, ist in Betrieb. Es läuft so gut, dass es nicht nur ein Zwischenstopp für zwischen den langen Reisen ist. Es ist eher ein eigenes Reiseziel. Wie versprochen, werde ich jetzt anfangen, meine Gewinne mit euch zu teilen. Jede Woche ein Gold! Jede Woche plus zwei Gold! Ich weiß nicht, was ich alles holen soll. Das klingt fair, oder? Das tut es. Ich will ihn jetzt nicht daraus ausquetschen. Ein Gold. Ich habe jetzt schon zwei Gold pro Woche, die ich mehr kriege. Es läuft viel zu gut. Irgendwas wird bald passieren. Vielen Dank. Ach, ist es das? Oh, ich meine natürlich großartig. Gern geschehen, euer Gnaden. Jetzt fühle ich mich richtig scheiße. Ich hätte auch bestimmt noch mehr ausquetschen können, aber ey. Plus ist Plus. Sedani, meine Kleine, was kann ich für dich tun? Was versteckst du da, Rosine? Du sagtest, ich kann keine Katze haben, also habe ich mir ein anderes Haustier besorgt. Ich habe nie gesagt, dass du keine Katze haben kannst. Nur nicht die von Lorsulia. Das ist eine Schnecke. Ich... Was soll die Mucke dabei? Das ist eine Schnecke. Ich fand sie im Garten und nannte sie Schleimi. Das ist ein ungewöhnlich. Was soll diese Musik, die gerade reinkommt, als sie von Schnecki angefangen hat? Das ist ein ungewöhnliches Haustier und ein origineller Name. Er ist nett, aber er ist keine Katze. Er ist ganz schleimig und klebrig. Irgendwie eklig. Das ist der beste Ersatz, den ich bisher gefunden habe. Vielleicht könnte Lorsulia mir helfen, ein besseres Tier zu finden, wenn sie nicht gehen müsste. Was, wenn der Kater hier bleibt, ne? Ivo wird Lorsulia an seiner Seite haben wollen. Ich verstehe, was du hier versuchst, du kleiner Keck. Sobald deine Schwester heiratet, muss sie mit Ivo gehen. Sie muss ihn unterstützen. Sie kann nicht ewig bei dir bleiben, weißt du? Also gibt es keine Möglichkeit? Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, es würde ihm in der Ratskammer gefallen, Vater. Wann kann ich da wieder rein? Du meinst die Schnecke? Wie war das? Schlumpi? Schleimi! Das ist doch nicht so schwer, Vater. Er schleimt, deshalb. Ja, Schleimi. Ich fürchte, du wirst für eine Weile nicht in die Ratskammer gehen können. König Thales bleibt dort bis zur Hochzeitszeremonie. Hauptsache, die machen diese Mucke dabei, wenn sie gerade reinkommt und jetzt, wo alles erledigt ist, so, ja, dann tschüss, Musik vorbei. So. Muss man gerade ganz kurz nachschauen. Nur mal zur Sicherheit. Ein getarnter Dieb. Er ragt nicht aus der Masse hervor. Ein grünes Hemd und ein Hut. Du. Händler hat sie gesagt, ne? Ein Dieb, der sie als Kaufmann ausgibt. Euer Gnaden, ich bin euch schon mal klein gefallen. Klitzeklein. Hätte dir zufällig etwas Gold übrig, wisst ihr? Ein Stückchen Gold ist alles, was ich verlange. Auf diese Weise könnte ich mir den neuen Stiefel holen. Schuhe. Ja, das alles. In den schönen neuen Stiefelschuhen, natürlich. Ich weiß, das ist etwas ungewöhnlich, aber ich würde die Hilfe sehr zu schätzen wissen. So, was sagst du? Ja, eure Königlichkeit. Neue Stiefel, gehen fort mit dir, hau ab, Mann. Verschwende nicht meine Zeit. Das wollte ich nicht, euer Gnaden. Lasst mich einfach verschwinden. Okay. Bauer, du siehst sehr gut gekleidet aus für einen Bauern.
Euer Gnaden, mein Dorf ist vom Banditen überfallen worden. Lasst mich raten, auf dem Banner ist ein Monster? Nein, ganz und gar nicht. Sicher Einheimische, aber sie waren bewaffnet. Unsere Essensvorräte und unser Vieh wurde gestohlen. Wir würden eure Unterstützung sehr schätzen. Sieben Vorräte oder wir werden einen General schicken, 2 Wochen. Ich kann meinen General nicht verschicken. Das fickt mich gerade ein bisschen. So, du kriegst 7 Vorräte, die kann ich aktuell ausgeben. Ich kann euch 7 Säcke mit Vorräten geben. Ich hoffe, das wird eure Verluste ausgleichen. Das sollte mehr als genug sein. Wir sind euch sehr verbunden, euer Gnaden. Da bist du ja. Audio, was willst du? Klingt so, als hätte Radovia so etwas wie Nachahmer. Andere Banditen können jetzt leichter mit ihren Verbrechen davonkommen. Sie wissen, dass die Radovianer dafür schuldig gemacht werden und hoffen, dass wir sie nicht suchen. Nach der Hochzeit werden sich die Dinge beruhigen. Da bin ich sicher, euer Gnaden. So, so, wen haben wir denn hier? Euer Gnaden, ich bin ausgeraubt worden. Ich war auf dem Weg nach Hagos, als ein Haufen Schläger mein Leben bedrohte. Sollte ich ihnen nicht alle meine Waren geben? Jetzt habe ich nichts mehr und kann nirgendwo hin. Gibt es eine Chance, dass ich auf eure Unterstützung zählen kann? Das ist ein offensichtliches Berufsrisiko. Versucht ihr, mich zu täuschen? Was ist, wenn er das nicht ist? Versucht ihr, mich zu täuschen? Ich meine, er ist theoretisch kein Händler. Aber er will Gold, also sperren wir ihn ein. Wachen! Nein, euer Gnaden, ich sage die Wahrheit. Es waren radovianische Barbaren. Ihr werdet einige Zeit in unserem Kerker verbringen. Ihr solltet Lady Ada wissen lassen, dass wir den Übeltäter gefunden haben. Nachher ist er das nicht. Aber ist er halt so. So, Verbündete Lady Ada laden wir mal ein. Dann schicken wir Stan los, um das letzte Lager... Yes, bitte. ...zu erkunden. Und wir gehen mal gerade ganz... Ich vergesse immer, dass ich vom Thron aufstehen muss. Wir gehen mal gerade gucken, was wir sonst noch hier so machen können. Ihr hättet die beiden noch einfach... Warum habe ich eine zweite Zelle frei gemacht, wenn die beiden sich eine Zelle teilen müssen? Ich hätte nicht gedacht, dass ein König in den Gerker herunterkommen würde. Eine Ehre, wirklich. Euer Gnaden, ich verstehe nicht wirklich. Warum bin ich hier? Ihr wisst warum. Wie könnt ihr es wagen, das zu fragen? Ich werde hier bleiben, bis Lady Ada kommt. Gut, euer Gnaden. Okay, ihr habt alle nichts mehr großartig zu sagen. Warum habe ich denn... Habe ich nicht extra noch eine Zelle frei gemacht? Stellt euch vor, ich hätte den da immer noch drin hocken lassen. Was ist denn, wenn ich sage, ihr habt versucht, mich zu betrügen? Glaubst du, ich kenne deine schmutzigen Tricks nicht? Lady Ada hat mir erzählt, was du getan hast. Oh, Lady Ada. Ich wusste nicht, dass ihr euch kennt. Ha. Gut, damit hat sich, glaube ich, das Ganze erledigt und wir haben die Bestätigung. Aurelia, mein Täubchen. Was geht ab? Schatz? Hat Losulia überhaupt mit dir gesprochen? Das hat sie nicht. Ich mache mir große Sorgen um sie. Sie hat in den letzten Tagen nichts gegessen. Ich hoffe, sie wird uns für diesen einen Tag vergeben. Wie geht's dir so? Mir geht es gut. Ich kann nachts schlafen. Okay, ich glaube, das war's. Wir haben ansonsten keinerlei Möglichkeit, noch mit jemandem hier großartig zu reden. Lord Thales wird hundertprozentig auch nichts Spannendes sagen. Nee. Gut, damit können wir die Woche, denke ich, mal beenden. So, ich würde ganz gerne, ganz ehrlich, Scheiß auf Stoffe kaufen. Ich weiß sowieso noch nicht mal, was das alles bringen soll. Wir geben ja jetzt im Endeffekt 25 Gold und 15 Getreide aus, aber was bekomme ich dafür zurück? In der Hochzeit, kriege ich dafür mehr Moral oder nicht? Von daher würde ich jetzt nicht nochmal 10 Gold reinfeuern. Ich glaube, Blumendekorationen und Musikanten sollten reichen und nicht nur Stoffdekorationen. Aber es ist schön zu sehen, dass wir richtig Patte machen hier. Der General kostet uns 9, aber wir kriegen 15 jede Woche, ne? Sind 15, ist das korrekt? 1, 2, 4, 15 minus 9 ist 6.
Nice. Hier 6 Gold dazu, selbst wenn wir Stain rauswerfen und 8 Getreide. Das, ich glaube, das kann sich schon mal ganz gut sehen lassen. Zeit bis zur Hochzeit. 1 Woche. Wir werden jetzt mal speichern und das Ganze mal verlassen. Denn wir haben jetzt, ich glaube, 4, 5, 6 Wochen gemacht. Jetzt ist ja theoretisch, wir haben 5 Wochen, glaube ich, heute gemacht. Und die Hochzeit steht kurz bevor. Im nächsten Part werden wir sehr, sehr, sehr wahrscheinlich uns die Hochzeit gönnen. Und wenn ich eine Sache von Game of Thrones gelernt habe, dann, dass ich auf Hochzeiten, dass nie alles glatt läuft. Glaube ich zumindest, ich weiß es nicht. Oder es läuft alles glatt und die Radovianer brechen ein und töten König Talis oder was weiß ich. Losulia haut vor der Zeremonie ab oder Azalia schmiert König Talis mit Scheiße ein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich nicht. Aber ich freue mich drauf, das nächste Woche mit euch herauszufinden. Ich freue mich auch sehr, dass ihr mir alle das Feedback gegeben habt, dass ihr das sehr cool findet, weil es mal was anderes ist, als das, was ihr normalerweise von mir gewohnt seid. Und ich freue mich drauf, das Spiel mit euch zusammen zu erleben. Ich weiß einfach gar nichts. Ab jetzt, wirklich, das Letzte, was ich wusste, war, ich hatte am Anfang irgendwas erzählt. Ich weiß, selbst das weiß ich schon nicht mehr. Ihr seht, mein Alzheimer kickt. Was aber gut ist, weil so erleben wir das Ganze des Todes blind. Aber die Tavernen haben uns plus Geld gegeben und es ist einfach so eine Sache, manchmal fliegst du hin, manchmal klappt, aber meistens fliegst du hin bei dem Spiel, zumindest von dem, was ich bisher in den letzten 2 Parts gesehen habe. Aber ich freue mich drauf, mit euch das Ganze zu erleben, zu leiden und uns zu freuen. Von daher, ich freue mich drauf, euch in Part 3 wieder mit dabei zu haben. Haut rein, ein fantastisches Wochenende. Und ich gehe sehr schwer davon aus, dass nächsten Samstag Part Nummer 3 kommt. Also packt euch euer schönstes Hochzeitskleid ein, schnürt euch die Krawatte, denn nächsten Samstag geht's weiter. Haut rein, ciao, ciao.